kulinarische Reise durch Sizilien. Alles begann in Sizilien. Die Insel ist eine wahre Wundertüte an kulinarischen Leckerbissen. Hier hat die Esskultur Europas ihren Ursprung. Siracusa im Osten Siziliens war in der Antike eine mächtige griechische Stadt. Die Griechen brachten Oliven, Wein und Honig auf die Insel. Die griechische Antike ist in Siracusa allgegenwärtig. Der Dom wurde in den Tempel der Athene hineingebaut und mitten in der Stadt liegen die Ruinen des Apollo-Tempels. Das Grand Hotel Villa Politi in Siracusa ist historisch und ehrwürdig. Der Koch Corrado Mazzara hingegen ist erst 23 Jahre alt. Das Dessert, das er vorbereitet, heißt Capelli d'Angelo, Engelshaar. Es besteht aus frittierten, süßen Spaghetti. Der Legende nach stammt dieses Dessert aus griechischer Zeit. Der Koch des Tyrannen Dionysius erfand es, um seine Gelüste zu befriedigen. Das Engelshaar wurde in Ei- und Paniermehl gewendet, im Schweineschmalz gebraten und mit Honig übergossen. Wir haben es modernisiert, ersetzen das Schweinefett durch Olivenöl und das Paniermehl durch Zucker und setzen es auf ein Püree aus einer Cantalupo-Melone aus der Gegend. Im Lauf der Jahrhunderte haben Phönizier, Griechen, Araber, Normannen, Deutsche, Franzosen und Spanier Sizilien beherrscht. Und alle haben Spuren ihrer Kultur hinterlassen. Die Hauptstadt Palermo wurde von Phöniziern gegründet und erlebte nach der Eroberung durch die Araber im 9. Jahrhundert und unter normannischer Herrschaft im 11. Jahrhundert eine Blütezeit. In der normannischen Kathedrale wurde der Stauferkönig Friedrich II. Begraben. Der arabische Einfluss ist in Palermo immer noch spürbar. Palermos Bevölkerung liebt Streetfood. Auf den Märkten in der Altstadt isst man frittierte Kartoffelkroketten oder Arancini, gefüllte Reiskugeln. Eine Spezialität der Araber, die den Reis im 9. Jahrhundert auf die Insel brachten. Die beiden Gourmets, Giuseppe Pappalardo und Samuele Nicolosi, wissen, wo es die besten Arancini gibt. Da haben die Araber eine tolle Sache erfunden, die sehr weit zurückreicht. Mit Fleisch und Erbsen. An einem anderen Stand findet Samuele eine weitere Delikatesse. Frisch gefischte rohe Seeigel, die Ricci di Mare. Seeigel isst man roh oder als Beilage zu Pasta. Spaghetti con i ricci di mare. Vero gusto. Sehr beliebt ist in Sizilien die süß-saure Caponata. La caponata da un punto di vista gastronomico racchiude un po' il piatto emblematico della Sicilia, no? Die Caponata ist das gastronomische Flaggschiff Siziliens. Es ist ein Gemisch aus all den Gemüsen aus Südamerika, die uns gemäß den Historikern die Katalanen im 17. Jahrhundert brachten. Die Spanier sagten Caponada. Es ist ein Sommergericht, das kalt gegessen wird. L'usanza dell'isola, questo piatto va mangiato freddo. Durch Essig und karamellisierten Zucker erhält das Gemüse seinen charakteristischen Geschmack. Giuseppe Pappalardo ist Koch, Lehrer an einer Hotelfachschule, Berater von Restaurants und ein großer Kenner der sizilianischen Küche. Pfefferminze wurde gern von den Arabern verwendet. Die Caponata isst man zu Fleisch oder Fisch, hier mit gefüllten Sardinen. Es gibt unzählige Varianten. Auch die Schokolade, mit der die Caponata in Catania angereichert wird, geht auf die Zeit der spanischen Herrschaft zurück.
Verlockend? Caponata mit Sardinen. Eine einfachere, aber nicht weniger hübsche Variante der Caponata? Ein Ei, einen Tag in Essig und Wein eingelegt. San Vito Lo Capo im Westen der Insel, nahe der tunesischen Küste, ist schon sehr arabisch angehaucht. Das Ristorante Niasara pflegt traditionelle Gerichte wie die spiralförmigen Busiate. Teigwaren, eine Erfindung der Araber, haben von Sizilien aus ihren Siegeszug nach Europa angetreten. Sara Graziano könnte die Busiate im Schlaf rollen, denn sie hat es schon als Kind gelernt. Für den Teig der Busiate verwende ich Mehl und Wasser. Ich würze mit Knoblauch oder gebe geschmortes Fleisch dazu, ganz nach Belieben. Aber vor allem Knoblauch. Auch das Formen der Cassatelle ist eine Kunst, die nur noch wenige Frauen beherrschen, so wie Pina Battaglia. Die Teigtaschen erhalten eine Füllung aus Ricotta. Man würzt mit Petersilie, Zwiebeln, Pfeffer und etwas Zimt, für den, der das mag. So macht man die Cassatelle. Man kann sie in einer Fischsuppe essen, wie wir es bei Niasara machen. Oder ganz einfach mit Tomatensauce. Auch Fleischsugo passt, aber am besten ist Tomatensauce, Fisch- oder Hühnerbrühe. Ich zerdrücke im Mörser Basilikum und Knoblauch. Dazu kommen geschälte Tomaten und Olivenöl. Und so wird die Pasta serviert. Das Pesto Trapanese, nach der Art von Trapani, wird nicht gekocht. Es ist frisch und gesund, ein ideales Gericht für heiße Tage. Enzo Battaglia, früher Lehrer für Latein und Griechisch, serviert in seinem Restaurant ausschließlich Couscous. Noi ve lo serviamo alla maniera sanvitese, cioè couscous di pesce. Wir servieren Ihnen das Couscous mit frittierten Fischen und Gemüse nach Art der Insel Pantelleria. Sie liegt zwischen Tunesien und Sizilien und vereinigt mit dem Gemüse die beiden Ufer. Meine Wurzeln sind hier am Meer in San Vito Lo Capo. Und hier ist Couscousland, wie in allen Dörfern an der sizilianischen Küste zwischen San Vito Lo Capo und Mazara del Vallo. Couscous ist das typische Gericht meiner Familie und aller Fischer. Meine Leidenschaft hat einen kulturellen Anreiz. Ich möchte die echten Traditionen unserer Insel Sizilien bewahren. Rassem Hamri bereitet das Couscous vor. Er befeuchtet das Hartweizengrieß mit Wasser, würzt mit Zimt und Pfeffer und übergießt es mit einem Gemisch aus Mandeln, Knoblauch, Zwiebeln, Petersilie und Olivenöl. Dazu wird Fisch serviert. Die Insel Favignana im Südwesten Siziliens gehört zu den Ägadischen Inseln. Früher fand hier die Matanza statt, das Fischen der ganz großen Thunfische. Musik
Ein idyllischer Ort für Erholung am Meer, der Agriturismo Il Giardino delle Aloe. Hier wachsen 100 verschiedene Aloe-Arten, darunter die Aloe Vera. Das Gel im Inneren der Blätter hat heilende und pflegende Eigenschaften und wird oft für Kosmetik verwendet. Giuseppe lässt sich von der Pflanze inspirieren und improvisiert auf dem Steintisch einen Salat mit wenigen Zutaten und ungewöhnlichen Geschmackskombinationen. Die in Essig marinierten Zwiebeln sind sauer und scharf. Sie werden gemildert durch die Süße von Kiwi, Orange und Erdbeere. Nochmals eine ganz andere Geschmacksrichtung geben die gebratenen Peperoni. Giuseppe würzt mit Salz und Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl. Aromatische Kräuter wie Majoran und Pfefferminze sind immer dabei. Aloe Vera schmeckt frisch, neutral und hat eine ungewöhnliche Textur. Dazu kommt als Krönung roher Thunfisch. Per cui il matrimonio di questi due, la regina che è l'aloe, il re del mare che è il tonno. Wir haben hier die Vereinigung einer Königin, der Aloe, mit dem König des Meeres, dem Thunfisch. In Sizilien essen wir bis in den Nachmittag hinein und abends sehr spät. Und darum müssen es leicht verdauliche Speisen sein. Salat gehört deshalb unbedingt zu diesem Gericht. Und so essen wir Thunfisch mit Peperoni und Pfefferminze. Dann die Aloe, dieses neue, sehr reichhaltige Produkt, das ich mit Kräutern würze. Olivenöl gehört natürlich dazu und eine Zwiebel, mariniert im sizilianischen Essig aus getrockneten Trauben. So entsteht ein Gemisch aus arabischer, türkischer und normannischer Küche. Und alle diese Noten ergeben zusammen eine Partitur. Das ist die Botschaft, die ein sizilianischer Koch heute übermitteln muss. Im Giardino delle Aloe arbeiten zwei junge Köche. Michele Ritunno und Roberto Canino bereiten Polpette alle Sarde zu, Klöße mit Sardinen. Frische Sardinen werden ausgenommen und fein gehackt. Die Zutaten sind typisch sizilianisch. Rosinen und Pinienkerne gehören dazu. Die Masse wird mit Ei und geriebenem Käse vermischt und zu Klößen geformt. Am Schluss wendet man sie in geriebenem Brot und brät sie in viel Olivenöl. Wir arbeiten viel mit Pesce Povero, mit dem weniger wertvollen Fisch. Wir machen Polpette mit Sardinen oder Balamita-Thunfisch in süß-saurer Soße. Diese Fische bezeichnet man als Poveri, arm. Aber mit diesen Rezepten bekommen sie einen sehr guten Geschmack. Als Ersatz für den großen Thunfisch, den man auf Sizilien nicht mehr fischt, nimmt Roberto einen Palamita-Thunfisch. Er brät ihn in Olivenöl und gibt süß-saure Zwiebeln dazu. Tempi passati für die Matanza, die Thunfischerei auf Favignana. Die Fischer Clemente Ventrone und Gioacchino Cataldo reden gern, aber wehmütig über vergangene Zeiten. Ich habe mit 14 Jahren angefangen und bin 47 Jahre dabei geblieben. Am Morgen konnten wir es kaum erwarten, zur Arbeit zu gehen. Wir haben viel gescherzt, aber wenn man arbeiten musste, haben wir gearbeitet. Ich bin in einem Paradies. Auch wenn ich nichts habe, esse ich Meeresfrüchte und kleine Fische. Manchmal lebe ich von 2 Euro im Tag. Und die Frauen von Favignana trocknen ihre Wäsche 330 Tage im Jahr draußen in Sonne und Wind, nicht auf der Heizung wie in Norditalien.
non sui termosifoni come fanno a Nord Italia. Si campava, i bambini poi ci amavano. Wir konnten davon leben und die Kinder liebten uns. Am Tag der Matanza kamen sie alle an den Hafen. Wenn man fragte, ob sie keine Schule hätten, sagten sie, nein, heute ist die Matanza. Im Landesinneren in der Nähe von Modica im Südosten Siziliens begegnen wir einer anderen Welt. Auf den Weiden grasen die Modicaner-Kühe, eine geschützte Rasse. Ihr Ursprung ist unsicher. Möglicherweise wurde sie von den Normannen nach Sizilien eingeführt. Vielleicht ist sie aber auch viel älter. Aus der Milch der Modicaner entsteht der Caciocavallo Ragusano. Es ist einer der ältesten Käse in Sizilien und ist historisch belegt seit 1500. In Rosolini produziert die Familie Floridia den Käse seit vielen Generationen. Der Ragusano ist ein Pastafilata-Käse. Er wird aus Käseteig geformt. Der frische Käsebruch wird gehackt, dann mit 80 Grad heißem Wasser überbrüht. Gianni Floridia verarbeitet die Käsemasse durch Rühren, Kneten und Ziehen zu einem weichen und formbaren Teig. Das dauert seine Zeit und die Produktion ist klein. Trotzdem ernährt die kleine Käserei drei Generationen der Familie Floridia, denn der Käse ist teuer und sehr gesucht. Langsam wird das Wasser aus dem Teig gepresst. Der Geschmack ist fein und angenehm. Es ist charakteristisch für diesen Käse, dass er alle Düfte der Weide enthält. Die noch heiße Käsemasse wird in Formen gepresst und mit eingeprägten Qualitätsmerkmalen versehen. Schließlich wird er zum Ausreifen in die Schatzkammer gebracht. Im 17. Jahrhundert herrschten die Spanier in Sizilien. Sie brachten aus Südamerika die Schokolade, die in Sizilien immer noch nach Art der Azteken hergestellt wird und wenig mit der modernen Schokolade zu tun hat. Non si arriva a un cioccolato che diventa lucidissimo. Diese Schokolade glänzt nicht. Man bringt die Kakaomasse nur zum Schmelzen. Der Kakao muss von höchster Qualität sein, sodass man im Gaumen alle Aromen der Schokolade genießen kann. Die typischen sizilianischen Zutaten wie Rosinen, Pinienkerne und Sardinen sind die Füllung einer Spezialität, die ebenfalls auf spanische Ursprünge zurückgeht, die Empanada oder spanisch Empanada, eine Roulade aus Teig mit einer Füllung. Ganz wichtig für den Geschmack ist das wilde Fenchelkraut, das in Sizilien überall wild wächst und gesammelt wird. Die Empanada gibt es in verschiedenen Variationen. Mit der Sardinen-Tomatenfüllung oder mit Quark und den farbig genannten Saubohnen. Giuseppe Pappalardo fährt nach Giarre bei Catania, ins Restaurant Donna Carmela, wo zwei seiner Schüler die Küche betreuen. Das Rezept der klassischen Pasta con le sarde. Sardinen ausnehmen und mit Pinienkernen und Rosinen in Olivenöl anbraten.
Mit Kochwasser oder Weißwein ablöschen. Safran gibt eine gelbe Farbe. Die Zutaten verweisen auf den arabischen Ursprung. Auch in diesem Gericht spielt das wilde Fenchelkraut eine Rolle. Geröstetes, geriebenes Brot, der Formaggio dei Poveri, ersetzte ursprünglich den teuren Käse auf der Pasta. Das gewisse Etwas, Schale von Zitronen und Orangen. Die Pasta con le sarde ist auch außerhalb von Sizilien sehr beliebt. Federico Buonannata kümmert sich inzwischen um die Vorspeise, eine neue Kreation. Die Hauptrolle spielen fein geschnittene Artischocken auf einem Bett von Ricotta. Als Krönung eine kurz angebratene Languste, dekoriert mit einer Schnittlauchblüte. Zusammen mit den jungen Köchen entwickelt Giuseppe Pappalardo die Menüs des Restaurants und er gibt Ratschläge, was man noch verbessern könnte. Vielleicht sollten wir die Ricotta räuchern, nach unserem System mit Oregano-Zweigen. Ich sage den Jungs immer, ihr sollt reisen, um andere Kulturen und Menschen kennenzulernen. Wenn ihr euch dann reif genug fühlt und den Ruf der Heimat vernehmt, kommt ihr zurück. Aber hier ist dann Schluss mit Üben. Dann beginnt der Wettbewerb. Und Wettbewerb braucht Disziplin. Alles, was wir draußen gelernt haben, müssen wir anwenden mit hundertprozentig klaren, strengen Regeln. Wir brauchen Rezepte und fixe Kochzeiten und dürfen nichts dem Zufall überlassen. Denn im Unterschied zu vielen anderen sind wir hier geografisch benachteiligt. Trotz der großen Entfernung von den Zentren Europas ist Siziliens Esskultur so reich, dass sich ein Besuch nur schon deswegen lohnt. Und man findet Perlen, die es anderswo kaum mehr gibt. Eine davon ist der Fischmarkt in Catania. Der fliegende Chefkoch Carmelo Chiaramonte ist Stammgast auf dem Fischmarkt von Catania. Er kauft hier sein Frühstück. Gib mir ein bisschen von den kleinen Fischen. Dann noch zwei Sardinen. Ich nehme ein Stück Brot dazu. Breakfast. Hier, Ihr Frühstück. In seinem Stammlokal, gleich neben dem Fischmarkt, setzt sich Carmelo gewöhnlich an einen Tisch und packt seine Sachen aus dem Korb. Ein Glas Süßwein von der Insel Pantelleria passt dazu. Carmelo Chiaramonte hat viele Jahre in Spitzenrestaurants gekocht. Aber irgendwann wurde ihm das zu eng. Heute ist er freischaffend. Der Markt von Catania ist seit 15 Jahren mein Büro. Hier habe ich alle Geheimnisse der Fische kennengelernt.
Und ich mag das Frühstück der Fischer. Wenn ich sie besuche, sind sie schon seit 2 Uhr früh auf den Beinen. Und das Frühstück bringt mich mit ihnen in Kontakt. Es ist ein Frühstück, das nicht aus Cappuccino und Cornetto besteht, sondern aus rohem Fisch. Es ist nicht nur eine japanische Mode, rohen Fisch zu essen. Ich arbeite nicht mehr in Restaurants. Ich denke jetzt mehr an mich. Denn ein Koch muss an sein eigenes Glück denken. Glück in der Arbeit, Glück beim Geschmack. Es gibt Leute, die ihre Arbeit technisch angehen. Und solche, die sich in sie verlieben, in die Welt der Düfte und Aromen eintauchen und Lust haben, viele Facetten der Kochkunst kennenzulernen. Ein neues Restaurant am Hafen von Palermo, das Ristorante Castello a Mare. Gianluca Costanzo interpretiert die sizilianische Küche auf moderne Weise. Aus der Pasta con le Sarde macht er eine Sarda con la Pasta. Er nimmt dazu eine große Sardine. Pinienkerne und Rosinen dienen diesmal als Füllung. Der Käse der Armen, genannt Formaggio dei Poveri, das geriebene Brot, darf nicht fehlen. Die Spaghetti werden darin gewendet und der Fisch wird damit umwickelt. In Palermo nennt man dieses Gericht Pasta con la munizia. Auf Italienisch heißt das Immondizia. Abfall, also Pasta mit Abfall, weil die Sardinen dazu dienten, die wertvollen Fische zu ködern. Questa è la mia interpretazione della pasta con le sarde. Vorbereitung der Meringue für die Cassata. Ihr Name kommt vom arabischen Kassat, runde Schüssel. Traditionell wurde die Cassata darin zusammengesetzt. Gianluca zerlegt die Cassata in ihre Einzelteile. Zitrusfrüchte, Mandeln und Pistazien sind ursprünglich arabisch. Die Schokolade und das Biscuit spanisch. Die Cassata ist eine Hommage an die reiche sizilianische Esskultur, die zuerst Italien und dann ganz Europa stark beeinflusste. Und doch eigenständig blieb.